So Leute, da sind wir auch schon wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Advance Wars. Oh yeah. Wir sind stehen geblieben mitten in einer Schlacht, in der wir schauen immer ganz kurz nochmal nach, Situation. Drake ist ein mächtiger Gegner, aber du kannst ihn besiegen. Besetze seinen HQ oder schlage seine Truppen, um zu siegen. Okay. Ja, er ist uns erstmal relativ ungefährlich, solange wir es schaffen, unser Schlachtschiff und unser U-Boot zu behalten. Das Problem wird sein, dass er dort ja noch seinen doofen Kreuzer hat. Was können wir noch machen? Wir können in dieser Runde... Könnten wir noch was machen, aber es bringt's nicht. Wir ziehen nur mal den bisschen weiter zurück und ansonsten machen wir hier erstmal nichts weiter. Gucken wir, wie er weiter fortfährt. Ah, das habe ich doch gedacht. Sehr schön. Er kann nur bis dahin, das heißt, wir können jetzt in aller Ruhe sein Schlachtschiff angreifen. Bam. Das heißt, er kann uns in der nächsten Runde erstmal nicht angreifen. Leider kommen wir mit unserem Schlachtschiff nicht an sein Schlachtschiff ran. Er mit seinem aber an unseres. Da sind wir aber ganz clever. Und stellen uns... Ja doch, wir stellen uns mal da hoch. Jetzt kann er nicht viel angreifen. Das könnte er noch angreifen. Das verhindern wir auch mal, indem wir das da hinstellen. Wenn wir das nicht mehr brauchen, weil wir haben... also wir können hier nur Flug- und U-Boote angreifen. Mit dem Missiles und dem Flakgewehr. Mehr können wir ja gar nicht machen. So, hier zerstören wir ihm erstmal da unten seine Träume. Das U-Boot wäre halt echt noch nützlich, um seine L-Boote zu zerstören. Oder sein L-Boot, er hat ja glaube ich nur das eine, genau. Wenn wir das zerstören, dann ist er dort oben einfach relativ schutzlos ausgeliefert. Wir haben hier zur Not noch, ach so, da hinten steht da natürlich, einen TTP, den wir nutzen können, um unsere Schiffe dann aufzufüllen. Mal, was haben wir hier? 3, 2, nee, doch dann auf die Stadt. So, mit Max ist das alles kein Problem. Ne, er macht mir noch zu viele Späne da. Oh. Tsunami. Tsunami ist bei Max etwas nerviger als bei Andy, weil Andy einfach seine Truppen reparieren kann. Okay, das war jetzt irgendwie nicht so viel, das war klar. Das Panzer haben gegen Schiffe jetzt nicht so viel auszurichten. So... Hm. Okay, der kann den da angreifen. Das heißt, wir greifen den da an. Und mit dem gehen wir zurück. Mit dem... gehen wir auch zurück und da uns hier nichts anderes übrig bleiben wird wahrscheinlich, wie weit kann der? Das habe ich befürchtet. Allerdings, wenn er uns nicht sieht, weil wir untergetaucht sind. Wir müssen langsam ernst machen. Wie weit kommen wir da? Wir könnten also dies dahin locken. Den ziehen wir mal aus dem... Ne, ziehen wir nicht, weil den brauchen wir sonst nicht mehr. Den lassen wir mit Absicht im Schussradius drin.
Oder? Kann er sonst noch was treffen? Ne, er kann in dieser Runde nichts anderes treffen. Das heißt, dann gehen wir natürlich mit dem erstmal da weg. Einfach um ihn zu stänkern. Man merkt auch, dass er uns noch nicht viel Schaden gemacht hat. Wir können unsere Fähigkeit nämlich noch gar nicht einsetzen. Was natürlich ein bisschen doof ist. Ihr seht auch, wir haben auch gar keinen Geldcounter. Wir machen es uns mal ein bisschen easy. Töten ihn hier. Rein theoretisch, aber die CPU kann ja natürlich immer wieder anders angreifen. Dürfte uns ja gar nicht sehen, weil wir jetzt getarnt sind. Aber wir haben nicht mehr viel Lagerplatz-Dingens-Zeugs. Du greifst den da an. So, ich habe natürlich einen großen Fehler gemacht, weil der kann ja nur... Naja, der wird ihn nicht da runterstellen. Anders ging es aber nicht. Ansonsten stelle ich den dann in die Reichweite, dass er dort angreift. Und dann kann ich den damit abfangen. Panzer. Einheit. So. Jetzt wird er wahrscheinlich mit dem da ankommen. Er hat da hinten noch einen Kampfpanzer. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also wenn er den jetzt angreifen kann, dann cheatet er, weil ich bin nämlich getarnt sozusagen. Natürlich greift er den an. Das war ja logisch. Oh, er kann ihn nicht angreifen. Sehr schön. Dann bleiben wir da. Wenn er ihn nicht angreifen kann. Jetzt könnten wir... Okay, wir setzen den darüber. Das heißt, wir könnten ihn, egal von wo er angreift, wenn er den angriffe. Den stellen wir dahin. Der kann uns in der nächsten Runde nichts tun, der auch nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, wir greifen den da an. Peng, peng, peng. So. Unsere L-Boote können wir jetzt auch nicht so wirklich effizient reparieren. Aber das ist auch gar nicht so nötig. Die hier bringen wir erstmal nach Hause, um sie dann zu heilen, weil dann haben wir noch ein bisschen was, was wir rüberschicken können. Der kann nichts machen, ne? Genau. Dann nehmen wir hier mal sein Gebäude schick ein. Ja, mit dem L-Boot kann man hier hinten nicht landen, deswegen wird das mit seinem Hauptgebäude einnehmen etwas schwierig. Ich weiß auch noch nicht genau, welche Taktik ich verfolge, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber das wird schon. So, wir haben wieder volle 60 Einheiten. Das heißt, wir fahren mit dem jetzt langsam zu seinem Schlachtschiff da hinten, weil da könnte er uns erst nach 2 Runden erreichen. So, mit dem... Wie weit kommt der? Der kommt bis dahin. Das heißt, wir stellen uns mal dahin. Ein Gebäude für uns. Noch ein Gebäude für uns, weil das ist kostenlose Heilungsstation. Der kommt doch bis dahin, ne? Genau. Das heißt, wir stellen uns dahin. Wir müssen auf jeden Fall unseren TTP eigentlich mal einsetzen. Das machen wir nächste Runde. Ich möchte den heilen. Nächste Runde kann ich den
1, 2, der kann nur 2 laufen, oder? Genau, das ist natürlich doof. Aber wir müssen die jetzt erstmal heilen und nächste Runde können wir die dann darüber ziehen. So. Den können wir auch mitnehmen. Und den können wir als Sperrschild umsetzen, falls wir mal irgendwie Feuerschutz brauchen. So, das war gut. Aber den verliert er gleich. Das war nicht so gut von ihm, weil wir eine Nahkampfeinheit sind. Und das wird er schon noch bereuen. Genau, so, mit dem ziehen wir darüber. Mit dem greifen wir seinen Kampfpanzer schon mal an, weil der ist gerade etwas nerviger. Nächste Runde wird er wahrscheinlich wieder seine Gabe einsetzen können. Das ärgert mich dezent. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Na, dann machen wir das halt so. So, du gehst dahin. Du gehst dahin. Ah, machen wir das so. Peng. Da hat er einige verloren. Grinst immer noch, obwohl er mehr verloren hat als wir. Wir warten. Und greifen hier seinen Jagdpanzer an. Auch ohne Spezialfähigkeit machen wir kurzen Prozess mit den Jagdpanzern. Wir werden also auch kurzen Prozess mit den Kampfpanzern machen. So, ich stelle den jetzt dahin in der Hoffnung, dass er den angreifen wird. Da wir dann nur noch 2 Einheiten haben, würde ich sagen, ich setze das Elbow mal hier hin und würde die nächste Runde entladen. So. Ja, das ist jetzt nicht so schön, aber kann man nicht viel machen. Ah, die sind auch weg. Schade eigentlich. Was aber auf jeden Fall heißt, dass wir hier seinen Panzer uns nehmen werden. Dö, dö, dö. Und da er da nicht viel machen kann, nehmen wir uns erstmal den da unten, weil dann haben wir da unten nämlich den Freiraum, unseren Raketenwerfer, der zwar sehr langsam vorankommen wird, aber ihn dort auszuladen. Und zwar laden wir ihn gleich mal hier aus. Kann man mich da gleich angreifen. Ich meine, mit Max Raketenwerfer zu benutzen, ist jetzt nicht die schlauste Idee, weil sie sind halt nicht so gut. Aber es gibt Schlimmeres. So. Wie weit kommt denn der? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, das passt ja super. Okay, hier haben wir eigentlich schon wieder viel zu wenig Munition, aber wir können nächste Runde. Der hat noch 3 Munition, okay. Wenn wir dann den TTP rüberbringen, müssen wir den mal auffüllen. Wir können nächste Runde maximal einsetzen. Okay, könnten wir, sagen wir mal so, weil es bringt uns, glaube ich, noch nicht so viel. So, hier ausladen. Dich und dich. Dich einen wir, weil wir brauchen mal nicht mehr. Hier greifen wir trotzdem schon mal an. Wir heben uns unsere Spezialfähigkeit für nach seinem Tsunami auf, weil der nämlich etwas nervig ist. Und lassen unseren Panzer
gleich noch auf dem anderen Gebäude stehen, um ihn gleich mit 10 weiterrücken zu lassen, weil er wird jetzt gleich von seinem Tsunami natürlich um eine Einheit zerstört, könnte man sagen. 51% sollte auf jeden Fall machbar sein, das nächste Runde dann zur Not mit seiner Spezialfähigkeit hinzurichten, weil er wird jetzt den auf jeden Fall auf den Weg dort hinterziehen. Damit haben wir aber diese Einheit von ihm getötet. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch seine beiden Einheiten dort oben. Seine beiden Artillerieeinheiten. Und dann hat er eigentlich keine Chance mehr, sich zu verteidigen. Das dachte ich mir. So, wie ihr seht, alles in Ordnung. Maximum. Nicht maximal, das ist aus dem zweiten Teil. Das ist mein Fehler gewesen. So. Feuer 61% gerade mal, weil er 3 Deckung hat und wir nur noch 8 Einheiten sind. Aber wenn er jetzt unser Schiff tötet, dann ist das nicht so schlimm. Vorausgesetzt, er findet uns. So. Die lernen wir nach da. So, das war eigentlich gar nicht mal so eine schwere Mission, wenn ich das mal so sagen darf. Sie ist ein wenig langwierig, aber das ist ja jetzt nichts Neues mehr mittlerweile. Sieben, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, den können wir dann darüber bringen. Weil wenn der nämlich jetzt fahren müsste, Kette zwar 7, aber naja, wobei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, kommt nicht bis dahin, siehst du? Ist das sogar ein ganz guter Weg. Naja, der braucht noch nicht so. Ach, verdammt. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat der hier 2? Nein, 1. Hä? Und der hat doch aber. Ach, der hat nur 6. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, dann lass mal erstmal da stehen. Schließen mit. Spatzen auf Kanonen oder so, wie das auch immer hieß, ne? Mit Spatzen auf Kanonen schießen, irgendwie war das so, würde ich sagen. Sneaken uns hier vorbei. 5 verbrauchen wir in der nächsten Runde. 1, 2, 3, 4, 5. Naja, müssen wir bis dahin irgendwie kommen und schaffen wir es? Wie weit schaffen wir es mit dem hier? Steht da zwar in der Reichweite, aber nicht mehr lange. Ja, ich weiß, das ist gefährlich und so weiter, bla bla bla, Keks. Er hat doch eh keine Chance mehr. So. Schießen wir den kaputt. 138, okay, das ist etwas mehr, als ich erwartet hätte. Aber gut. So. So, dann nehmen wir hier noch ein bisschen was ein. 5 haben wir noch, genau. Warten. Ihr snitcht hier. Das ist mal ein kleiner Trick, würde ich mal sagen. Wie weit kommst du? Du kommst bis dahin. Das heißt, wir stellen uns mit dem dahin. Können dich dann in aller Ruhe in der nächsten Runde angreifen. Naja, kommt er bis dahin, genau. Schicken den da rüber. Brechen das da ab, weil es schwachsinnig ist.
und greifen da noch das Landeboot an und sperren das gleich zu, dass es nicht wegfahren kann. Dann kann ich das in Ruhe bombardieren. Das passt doch super heute. So. Bombardier dich. Fühl dich bombardiert. Genau. Ja, dann noch zwei. Ich will jetzt den da angreifen. Einfach weil ich mal gucken will, ob ich es jetzt noch schaffe, zu gewinnen. Wir besiege alle Gegner. Ach, der steht natürlich in dem Bereich drin. Dann werden wir ihn dort halt halb töten müssen. Gut, er hat noch zwei. Damit sollte er jetzt nicht mehr so viel anrichten können. Ach, der kann gar nicht da oben lang fahren. Na, guck mal einer, schau. Wie viel Schaden würdest du anrichten? 26. Dann sperren wir ihm hier den Weg zu und zerstören erstmal das Gebilde da. Genau. So. Das war's jetzt. 61, dann haben wir den kaputt. Und so haben wir das Level eigentlich mit relativ geringen Verlusten beendet. Mit einem Knall 147%. Und das auch nur, weil es so wenig, weil er so viel Deckung hat und wir so wenig. Es ist immer das alte Seemannslied. Ich kriege euch einfach nicht klein. Kommandant Drake, würden Sie uns bitte sagen, warum Sie uns angreifen? Seht ihr sie denn nicht? Die Person, die da in den Anschlägen steckt. Sonja und Kit versuchten, ihn aus seinem Versteck zu locken. Die Person, die hinter all dem steckt. Wir versuchten, Sonjas Aktion geheim zu halten. Deshalb inszenierten wir diese Kämpfe, um ihn von Sonja abzulenken. Moment. Nehmen wir an, dass in diesen Panzerverbänden und Personenverbänden immer jeweils 10 Einheiten sind. Überlegen wir, wie viele jetzt gestorben sind. Nur, damit ihr das geheim halten konntet. Okay. Aber ich denke, wir sind jetzt soweit. Sonja hat was herausgefunden. Nun, es fällt mir nicht leicht, darum zu bitten, aber... Was hat sie herausgefunden? Ich kann Green Earth nicht ohne Schutz zurücklassen. Ich habe das Eagle versprochen, versteht ihr? Also, könntet ihr an meiner Stelle gehen? Sie brauchen euch dort. Natürlich. Wir tun, was wir können. Sieg. In Ordnung. Hulk, Smash. Max macht kaputt. Okay. Ja, aber was genau Sonja rausgefunden hat, würde ich sagen, gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin und tschüss.